Hallo und herzlich willkommen zu meinen Top 12 2015 meist erwarteten Spielen. Ich hoffe, wir alle freuen uns auf das ein oder andere Spiel. Ich habe da gleich 12 rausgepickt und ich denke mal, der eine oder andere wird vielleicht vor Freude jetzt hier gerade auf seinem Stuhl hin und her wippen. Und der ein oder andere wird natürlich enttäuscht sein, weil er sein Spiel jetzt hier nicht findet. Was kann das sein? Warum ist das nicht drin? Das ist das Pflichtspiel 2015, du Idiot. Ärgert euch nicht, wenn euer Spiel nicht dabei ist. Freut euch, wenn euer Spiel auf Platz 1 ist oder generell dabei ist. Macht euch keinen Stress, genießt es. Es sind 12 meiner Meinung nach sehr gute Spiele, die wir hier erwarten können. Und Kaufpflicht ist was anderes. Ich werde mir jetzt auch nicht alle 12 Spiele kaufen, aber ich sag mal so, ab den Top 5, Top 6 sind eigentlich für mich schon Pflichtkäufe. Ich freue mich schon drauf und ich hoffe, die Erwartungen von uns werden nicht enttäuscht. Ihr kennt das ja, es sieht immer so schick aus im Trailer und am Schluss haben wir dann wieder hier... Auf Platz 12 haben wir Trite Wars, der Nachfolger von Sleeping Dogs. Und leider meiner Meinung nach die größte Enttäuschung, aber ich habe es trotzdem mit reingenommen, weil ich mich trotzdem drauf freue. Ich werde es auf jeden Fall antesten. Jetzt fragt euch vielleicht, warum enttäusche ich das Spiel? Es ist ein Free-to-Play-Game geworden, was ziemlich kacke ist. Weil, wir kennen es ja, Free-to-Play-Titel. Die fangen schön an, macht Spaß. Neben der Online-Zwang, was auch ziemlich schon kacke ist, fängt das meistens so an, dass man am Anfang in den Shops nur Kosmetik-Sachen kaufen kann, schicke Farbe fürs Auto oder ein besonders schnelles Auto, was ich noch mitleben kann. Nur nach einem halben Jahr fängt es am meisten an, dass das Spiel dann den einen oder anderen Spieler so frustriert, dass die Entwickler Pay-to-Win-Sachen in den Shop einfügen, sei es die stärkere Munition oder die Superwaffe, die jeder haben will. Ich habe das Spiel auf jeden Fall trotzdem mit reingenommen, weil wenn ich mir die Gameplays so angucke, es ist Sleeping Dogs 1. Ich hoffe mir auch dadurch ein bisschen Singleplayer vielleicht online eingebaut zu haben, dass man irgendwie Single-Missionen hatte oder Singleplayer-Missionen, Entschuldigung. Und das Kampfsystem ist ja das gleiche. Die Grafik, ich glaube, die ganze Engine ist das gleiche. Die haben einfach Sleeping Dogs 1 genommen, ist komplett neu überarbeitet, würde ich nicht mal sagen, sondern einfach Sleeping Dogs 1 genommen und ist online gemacht. Weil von der Grafik her ist es nichts gemacht worden. Es ist wie so eine Wiederverwertung von einem Spiel, was schon längst released wurde. Und wir wissen ja, Square Enix war mit den Verkaufszahlen von Sleeping Dogs so unzufrieden, da hat man ja eh erstmal überlegt, ob man überhaupt eine Fortsetzung machen will. Und dann hat sich wohl einer da so clever gemeldet und hat gesagt, ey, lass uns doch die alten Sachen von Sleeping Dogs 1 benutzen und einfach ein Free-to-Play-Online-Game draus machen. Haben wohl alle fleißig in die Hände geklatscht, als sie das gehört haben. Und jetzt erwarten wir dieses Jahr Trite Wars. Ich werde es antesten, anzocken und hoffen, dass es nicht mich so enttäuscht, was ich aber doch sehr stark vermuten werde. Also, wir bleiben gespannt und hoffen, Sleeping Dogs 1 wird ein Knaller. Die besten Dinge des Lebens sind es wert, drauf zu warten. Und das hoffen wir doch auch. Auf Platz 11 haben wir Rollercoaster Tycoon World. Es ist der Nachfolger von Rollercoaster Tycoon 3, was meiner Meinung nach ein ziemlicher Flop war. Auch mit den ganzen Splish Splash Wasserpark Add-on oder Jurassic Park Add-on, nenne ich es mal, wo man dann halt auf einmal neben seiner Achterbahn auf einmal T-Rex rumlaufen hatte. Ich hoffe mal, mit Rollercoaster Tycoon gehen sie diesmal den richtigen Weg ein und orientieren sich an den Klassikern Rollercoaster Tycoon 1 und 2. Wir können halt nur abwarten und hoffen, dass wir ein gemütliches Spiel 2015 erwarten können. Platz 10 ist bei mir hier doppelt belegt. Fangen wir an mit Street Fighter 5. Ich freue mich ja schon drauf, wieder mal ein bisschen Street Fighter zu zocken. Seit Street Fighter 4 und Street Fighter 4 Ultra bin ich wieder in der Szene mit drin. Ich spiele jetzt natürlich jetzt nicht online irgendwie Action, nur mit Freunden. Wenn die mal zu Besuch sind, zocken wir eine Runde Street Fighter. Macht eine Menge Spaß. Es ist wieder Retro. Es ist kein unnötiges 3D mit eingebaut. Und ich sag mal, der eine, der ein bisschen ein paar Moves drauf hat, wird den Button Smasher auf jeden Fall platt machen bei Street Fighter. So gesehen ist der Frustfaktor hier niedrig. Und seitdem es, glaube ich, den Focus Attack gibt und so, können die Profis sogar noch eine Ecke besser werden als die Button Smasher sowieso. Und unser zweiter auf Platz 10 ist Mortal Kombat 10. Passt auch mit der Platzierung, finde ich super.
Wer Mortal Kombat 9 gespielt hat, weiß auch, dass seit Mortal Kombat 9 das Spiel wieder die richtige Richtung geht. Und es macht einfach wieder nur mega Spaß. Es fühlt sich sehr stabil an. Es erinnert stark an Mortal Kombat 1, 2. Habe ich, glaube ich, damals auf der Super Nintendo gespielt. Und das war's dann auch. Die anderen Teile habe ich dann alle ausgelassen. Die haben mir auch relativ wenig Spaß gemacht. Und die Cross-Ups mit irgendwelchen anderen Spielen. Ich glaube, was hat Mortal Kombat gemacht? Ich glaube, mit DC oder so haben sie ein Spiel mal zusammen rausgebracht. Fand ich auch mega kacke. Habe ich auch nicht gespielt. Und nach Mortal Kombat 9 kam ja Injustice. Das war auch dann nur diesmal mit den DC-Helden. Und Scorpion war mit dabei. Hat auch eine Menge Spaß gemacht. Und auf 10 freue ich mich halt super. Allein wenn es schon wie 9 ist, macht es eine Menge Spaß. Und wir können auch uns wieder auf brutale Finisher freuen. Finish him! Auf Platz 9 haben wir den Autobahn-Simulator 2015. Nein, nur ein kleiner Spaß. Final Fantasy 15 ist da. Wir hoffen mal, dass das Spiel uns nicht enttäuschen wird wie die letzten Teile von Final Fantasy. Ich will jetzt auch keinen angreifen, der viel Spaß mit Final Fantasy 13 und 13.2, nenne ich es mal, hatte. Aber meiner Meinung nach waren das mit Abstand die schlechtesten Spiele der Serie. Mit Final Fantasy 15 gehen sie eine ganz neue Richtung. Die Grafik sieht natürlich wieder immer schick aus. Und die Charaktere wirken nicht mehr so zimperlich, klischeehaft. Natürlich, man erkennt sofort wieder diese bisschen Manga-Style oder Anime-Style. Tut mir leid, wenn ich den Anime-Fan jetzt hier angreife, was ich für ein Quatsch hier laber. Aber ich hoffe mal, das Spiel orientiert sich ein bisschen mehr wieder an die Klassiker von 7, 8, 9 oder 10. Leider werden wir hier kein klassisches Rundensystem haben, weil das ist ja wohl für viele altbacken und macht keinen Spaß mehr. Dabei bin ich einer, der mit Rundensystem einfach nur eine Menge Spaß hatte. Aber ich gehöre wohl zu der alten Generation, zu den Eingerosteten, die nur halt langsam vorankommen. Aber wir hoffen mal, dass Final Fantasy XV uns nicht enttäuschen wird, ein knackiges Kampfsystem haben wird und nicht nur mit der X-Taste drücken beschäftigt sein werden. Das hatten wir ja das große Problem bei Final Fantasy 13, das war ja bis zur 20. Stunde ein X-Knopf-Simulator und eine lineare Story war es auch noch. Und wir sehen hier schon bei Final Fantasy 15, wir haben eine Riesenwelt, die wir gerade hier belaufen. Das kam ja bei Final Fantasy 13 leider zu kurz. Also wir können hier nur hoffen, viel weiß ich leider über dieses Spiel noch nicht. Setting sieht an sich, finde ich, sehr gut aus. Es ist eine moderne Welt mit Autos, Straßen, Tankstellen, aber trotzdem noch eine unberührte Welt, wie wir sie hier sehen. Und wie die Magie hier ins Spiel reinkommen wird, bin ich auch schon mal gespannt. Also, wir halten die Augen offen für dich, Final Fantasy 15. Auf Platz 8 haben wir Bloodborne, die neue IP, ich glaube auch PlayStation Exclusive von den Machern von Dark Souls. From Software hat dieses Spiel entwickelt und wir hoffen halt auf ein frustrierendes Spiel, wie wir es von From Software kennen, weil wer From Software Spiele gespielt hat, sei es Demon's Souls oder Dark Souls, weiß, wie schnell man bei diesen Spielen den Frustfaktor hochkriegt, weil man schafft den Boss nicht oder man kommt erst gar nicht zum Boss. Man kennt es, 2-3 mega große Gegner warten vorm Boss-Tor und bis man die erledigt hat, ist man schon halb tot und dann darf man sich jetzt noch halt gegen einen Riesenboss behaupten. Wie das Spiel jetzt genau sein wird, ob es diese Aspekte annehmen werden wird, wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall, wir wissen, dass das Setting ziemlich düster ist und ich hoffe mal, dass From Software uns nicht da in der Sache enttäuschen wird. Ich würde doch kein Problem damit haben, wenn es einfach so eine Art Dark Souls mit einer Schablone drauf, neues Setting etc. pp. Hat, weil diese Spiele machen mir relativ viel Spaß. Wir können nur hoffen, dass halt, wie gesagt, From Software uns nicht enttäuscht und uns ein solides Spiel liefern wird. Wenn Sie soweit sind, öffnen Sie die Augen. Wir machen Fortschritte bei unseren Sitzungen.
Der eine oder andere wird es schon erkannt haben, auf Platz 7 haben wir Rise of the Tomb Raider, der neue Teil von Lara Croft. Wir hoffen, das wird genauso gut wie der letzte Teil, weil man hat ja die IP schon tot gesagt, aber die haben sich wieder rappeln können und der letzte Teil von Tomb Raider hat echt eine Menge Spaß gemacht. Nur das einzige Problem, das ich damit hatte, war, dass es dort gar keine Rätsel mehr gab. Wer Tomb Raider 1, 2, 3 kennt, weiß, dass Tomb Raider auch immer dafür bekannt war, irgendwelche Kniffel einzubauen, aber das war leider nicht vorhanden. Aber das Spiel war trotzdem, hat mega viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, mit Rise of the Tomb Raider kriegen wir wieder diese gleiche Action, aber plus gute Rätsel, die wir zu lösen haben. Und noch eine Anmerkung, ich glaube, das Spiel ist Xbox One Exclusive, aber ich weiß nicht, ob es für immer den Exclusive-Status haben wird. Ich vermute, 6 Monate bis einem Jahr wird es Exclusive bleiben und danach werden wir es auf dem PC und auf der PlayStation 4, denke ich, auch wieder sehen. Es gibt noch eine andere Art von Menschen. Wissen Sie, was aus denen wird? Miss Croft. Wir werden alle unserer Bestimmung folgen. Auf Platz 6 haben wir Tom Clancy's The Division. Wir freuen uns drauf. Wir wissen auch schon seit 2 Jahren, dass es rauskommen wird. Nur wann nicht? Und ich vermute, es wird 2015 endlich soweit sein. Wir haben hier einen postapokalyptischen Survival-Shooter, Third Person. Grafisch top, sieht sehr geil aus. Und ich hoffe mal, dass die Survival-Aspekte hier nicht zu kurz kommen. Dass man auf jeden Fall auf seine Schüsse achten muss. Dass man nicht zu viel wegballert. Was wir da die letzten Tage gesehen haben, beziehungsweise Wochen mit den Gameplays etc. Ich hoffe, es wird kein Third-Person, so ein klassischer Third-Person-Shooter, wo man sich dann über Munition und so nicht Sorgen machen muss. Und wir können halt dann nur weiter hoffen, dass das Spiel uns nicht enttäuschen wird. Auf jeden Fall, was wir sehen, sieht sehr gut aus. Auf der 5 haben wir Star Wars Battlefront. Wer Star Wars Battlefront 2 gespielt hat, weiß, wie schön das Spiel doch sein kann. Und wir hoffen halt, dass wir hier keine Battlefield 4 mit einer Star Wars Schablone kriegen werden. Natürlich gibt es jetzt da das zig Videos, wo die Leute halt dann zeigen, ja, wir sind extra auf die Orte gegangen, wo Star Wars gedreht wurde und wollen halt so authentisch wie möglich das Spiel gestalten. Und das darauf hoffe ich auch, dass wir dort keine leeren Versprechungen kriegen, dass wir wirklich ein eigenständiges Star Wars kriegen, das nicht an irgendwelche Spiele von DICE halt erinnert, sei es halt wie in diesem Fall halt nur Battlefield. Ich freue mich tierisch auf das Spiel, ich freue mich auf die Schlachten oben, ich freue mich auf die Bodenschlachten, ich freue mich auf alles. Da bin ich auf jeden Fall sehr gehypt von und ich hoffe, unsere Erwartungen werden nicht enttäuscht. Auf Platz 4 haben wir No Man's Sky. Ich sag mal, das ist das Starbound ein bisschen schicker. Wer Starbound kennt, weiß, dass man halt mit seinem Schiff hier die Welt bereisen kann, auf neue Planeten landen kann und dann halt da viel Spaß haben kann. Und No Man's Sky verspricht genau dieses. Man hat zig Welten, man spricht hier von Jahren, von Erkundung, echt Lebensjahre und jetzt keine Spieljahre. Und wir können halt nur von diesen, was die uns da wie Kaviar auf dem Teller da präsentieren, können wir halt nur essen und schmecken und es hört sich so gut an und wir hoffen natürlich, dass unsere Versprechen auch hier in den ganzen anderen Titeln hier nicht enttäuscht werden, weil allein, was man hier in diesem Gameplay-Trailer sieht, dass man von einem Planeten zum anderen runterfliegt und so, das ist einfach unglaublich. Und ich hoffe, wir werden doch nicht enttäuscht sein und neben den Erkunden und dem Reisen, dass wir vielleicht auch irgendwo auf unserem Heimatplaneten, nenne ich es mal, auf jeden Fall eine schicke Basis bauen können.
Und sollte das Spiel nicht online funktionieren, ich weiß nicht, ich glaube, da hat letztens ein Freund von erzählt, dass das nicht so auf online ausgelegt ist, sondern wenn ein Freund jetzt einen Planet gefunden hat oder so, dann kann er dir die Koordinaten durchgeben und du kannst diesen Planeten besuchen, ohne irgendwie ihn in eine Gruppe einladen zu müssen oder zu können. Also wir freuen uns drauf, was uns No Man's Sky verspricht. Auch wenn es, ich sag mal, Singleplayer-mäßig bleibt, stört mich das nicht. Es wird trotzdem eine Menge Spaß machen, denke ich. First floor is all boarded up. Yeah, we faced these guys before. All right, my drone spawned on the second floor. Got one that just passed me. It looks like we got three more in the hallway. They're reinforcing the kids' room, fourth wall. Right there, they're blocking the master bedroom. I got one ground level. Looks like he's blocking the main entrance. Und auf Platz 3 haben wir Rainbow Six Siege. Wer das Gameplay-Footage gesehen hat, weiß, dass er auf eine Menge warten kann. Es sah super geil aus, was man dort machen konnte. Und diesmal werden die Terroristen dann halt auch von anderen Spielern gespielt. Ich kann das jetzt halt nicht von den letzten Rainbow Six Teilen ausgehen, weil die habe ich halt nicht gespielt. Die haben ja auch irgendwie, die sahen auch nicht so vielversprechend aus. Ich habe den letzten Rainbow Six Teil, glaube ich, auf der PlayStation 1 gespielt. Und da hat es so einen Spaß gemacht, dass zu spielen, so taktisch vorzugehen, weil ich habe in keinem anderen Spiel damals zu der Zeit, wo PlayStation 1 halt noch auf dem Markt war, so ein Taktikspiel gesehen und es hat einfach nur Spaß gemacht. Und als ich dann gehört habe, dass Rainbow Six es nochmal wagt, ein neues Spiel rauszubringen, die Entwickler, war ich halt super happy halt. Ne? Ich hoffe mal, dass die werden unseren Vorstellungen halt gerecht und ich sag mal, mit der PlayStation 1 bis hin jetzt zu PS4, zu den modernen Zeiten, sage ich mal, hat sich einiges getan und ich kann mich auf jeden Fall auf eine Menge freuen, was hier alles so passieren wird. Grafik ist natürlich super hier, aber ich sage mal, Grafik ist nicht das Einzige, worauf ich mich freue. Ich hoffe einfach, dass wir hier viel Taktik erleben werden, viel Raffinesse, dass wir nicht zu voreilig handeln. Die Terroristen sind ja diesmal auch richtige Menschen. Aber ich hoffe mal, das Singleplayer bleibt nicht zu kurz. Ich hoffe ehrlich gesagt auch mehr auf den Singleplayer, weil die alten Zeiten halt, sodass man dann halt dort wieder ein bisschen taktisch vorgeht und ich hoffe mal, diesmal bei der PlayStation 1 damals war die KI ja, die man hatte, nicht schlau. Ich weiß gar nicht mehr, haben sich meine Leute bewegt, wenn ich sie nicht gesteuert habe? Ich bin mir gar nicht so sicher. Auf jeden Fall, ich hoffe mal, diesmal werden wir tolle KI haben. Grafik ist natürlich diesmal auch super. Und neben den Online-Gefechten halt eine super Singleplayer-Missionen, beziehungsweise vielleicht sogar noch eine Geschichte. Wer weiß, wir freuen uns. It's Havoc! Wrath, he's in the bathroom! I'm on him! Wrath! Shit, I missed! Damn it! Standing on the edge. Auf Platz 2 haben wir Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Ich denke mal, viele werden diese Titel auf den ersten Plätzen haben, aber ich freue mich besonders drauf, weil ich weiß, ich habe Metal Gear 1 damals auf der PlayStation gespielt. Da habe ich die Geschichte noch nicht so richtig verstanden. Dann habe ich auf der PlayStation 2, ich weiß noch, die PlayStation 2 habe ich mir damals gekauft wegen Metal Gear Solid 2. Dann habe ich es direkt durchgespielt. Und auf der 3 habe ich dann halt Metal Gear Solid 4 gespielt, glaube ich, war das. Ja, das war Metal Gear Solid 4. Natürlich habe ich 3 auf der PlayStation 2 auch noch gespielt. Aber ab Metal Gear Solid 4 habe ich so langsam ein bisschen die Geschichte versucht zu verstehen. Weil damals gab es auf der PlayStation 3 so eine App, sage ich mal. Da konnte man halt die Geschichte von Metal Gear Solid erfahren, wie das wirklich alles abgelaufen ist. Weil dort hatte man die Weltgeschichte, wie wir sie kennen. Und dort haben sie dann halt dann in einer anderen Schriftart, anderen Farbe, dann halt die Metal Gear Solid Ereignisse hingeschrieben. Was ganz interessant war. Seitdem bin ich von dieser Geschichte von Metal Gear so fasziniert.
und will gerne wissen, wie das alles weitergeht. Und jetzt spielen wir ja wieder unseren alten Big Boss, den wir auch ins Metal Gear Solid 3 gespielt haben. Grafisch natürlich wieder ein Augenschmaus. Metal Gear ist ja dafür bekannt hier. Hideo Kojima, der macht ja nur super schicke Spiele. Und ich hoffe mal, dass wir dort nicht enttäuscht werden. Ground Zero hat auch eine Menge Spaß gemacht. Leider für mich zu kurz, hat man ja nach einer halben Stunde, Stunde durch. Und ich war noch nie so der Achievement-Hunter. Natürlich könnte ich jetzt alles auf 100% dort spielen, aber warum sollte ich? Da habe ich keine Lust drauf. Ich freue mich viel lieber auf Metal Gear Solid 5 und was uns da mit der Geschichte weiterbringen wird. Meine Nummer 1, Uncharted 4. Wer Uncharted kennt, wird es lieben. Wer Uncharted noch nicht kennt, wird es noch lieben, sage ich mal, weil Uncharted ist einfach ein super Spiel. Storytelling, Scripting, Action, Dialoge zwischen Nathan, Eleanor oder Sully sind ja alle dabei, hoffentlich. Ist einfach super. Fühlt sich an wie so ein Hollywood-Spiel, wo du gerade mitbestimmst. Es ist einer dieser Spiele, wo es wirklich sich so anfühlt. Manche Spiele sieht man die Trailer, denk mal, boah, so geil, und dann spielst du es und dann ist es nicht so, leider, weil bestes Beispiel Watch Dogs, Trailer sahen super geil aus, dann hast du es gespielt, dann war das der größte, aber egal, kommen wir mal weg von Watch Dogs. Uncharted 4 wird, denke ich mal, alle Versprechungen wieder erfüllen, wie es auch bei den anderen Teilen gemacht hat, hat auch nicht umsonst immer mehrere Game Awards gewonnen. Nur das Einzige, was ich mir bei Uncharted Sorgen mache, ist, dass doch relativ viele von Naughty Dog abgesprungen sind. Ich glaube, ein, zwei Lead Directors sind auf jeden Fall weg. Und ich hoffe, das wird das Spiel nicht schaden, weil das Spiel ist ja schon seit längerem in der Produktion und ich hoffe, der Einfluss bzw. die Abwesenheit dieser Person wird nicht so gravierend sein. Aber die haben auch eine gute Lösung gefunden, nämlich die Entwickler von Last of Us sind eingesprungen für die, die halt das Team verlassen haben. Und da hoffe ich halt dann auch trotzdem noch auf ein super Uncharted 4. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit den Top 12 und ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal.